Er ist noch da, Mama. Deine Ermutigung. Deine Umarmung. Du hast immer das Gute in mir gesehen. Jetzt alles nur noch grau. Jeder Tag. Wieder und wieder. Diese Stimme ist in mir geblieben, als wollte sie mich zu hören ziehen. Und doch entwischt sie mir immer wieder. Gibt's nichts Schöneres als dieses graue Leben? Könnt's doch nur zerplatzen. Ich bin's. Michael, dein Nachbar. Ich wohne 2 Etagen über dir. Und wir haben uns ein paar Mal im Treppenhaus gesehen. Gerade habe ich noch gedacht, dass dieses bescheuerte Leben zerplatzt. Finde ich diesen Ballon. Thomas, wenn du magst, heute Abend. Da haben wir ein paar Freunde eingeladen. Wir wollen gemeinsam so einige inspirierende Texte lesen. Vielleicht magst du dabei sein. Weißt ja, 2 Etagen über dir. Mach's gut, bis später. Man darf in jedem menschlichen Wesen nur das sehen, was des Lobes würdig ist. Wenn man so handelt, kann man der ganzen Menschheit Freund sein. Dein Herz ist der Sitz ewiger Geheimnisse. Mache es nicht zur Heimstatt sterblicher Gedanken und vergeude den Schatz deines kostbaren Lebens nicht, indem du ihn dieser vergänglichen Welt preisgibst.
Du kommst aus der Welt der Heiligkeit. Hänge dein Herz nicht an die Erde. Du bist ein Bewohner des Hofes der Nähe. Erwähle dir nicht die Welt des Staubes zur Heimat. Baha'u'llah. Mein Herz, Sitz ewiger Geheimnisse, ich aus der Welt der Heiligkeit, ich ein Bewohner des Hofes der Nähe. Egal, keine Lust auf solche Typen. Thank you.
Hi, Thomas. Lang nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. Wie geht's dir? Na ja. Verstehe schon. Du sag mal, wir treffen uns jetzt gleich, wie beim letzten Mal. Wäre echt schön, dich dabei zu haben. Warum nicht? Ja, super, schön. Wahre Freiheit steht in der Loslösung von der Bindung an das eigene Ich. Denn das Ich ist das größte Gefängnis. Denn das Ich ist das größte Wahre Freiheit. Von den duftenden Strömen deiner Ewigkeit gib mir zu trinken, oh mein Gott. Und lass mich die Früchte vom Baume deines Wesens kosten, um meine Hoffnung. Aus den kristallenen Quellen deiner Liebe lass mich trinken, die Fülle, um meine Herrlichkeit. Und wohnen im Schatten deiner unvergänglichen Vorsehung, um mein Licht. Durch die Auen deiner Nähe, in deiner Gegenwart, lass mich schweifen, um meine Liebte, sitzen zur Rechten des Thrones deines Erbarmens, so meine Sehnsucht. Hi. Hi. Oh, darf ich ein bisschen damit gehen? Ja, na klar, gerne. Dankeschön. Du, gestern, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, es war wirklich schön. Und heute, ich hab das erste Mal ein Gebet gelesen. Ach ja? Du, was dir vielleicht auch noch gefallen könnte, den Michael, den kennst du ja auch, der macht am Wochenende eine Kinderklasse, wo die Kinder auf spielerische Art und Weise ihre geistigen Eigenschaften entdecken. Und der kann bestimmt noch Hilfe gebrauchen, also wenn das was für dich wäre. Betrachte den Menschen als ein Bergwerk reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Jeder ist ein Edelstein. Ich hab da was für dich. Weißt du, was das ist? Das ist dein Herz mit deinem Edelstein. Mein Herz. Thank you.